So, wir sind on air. Schönen guten Morgen nochmal. Wenn ihr zu Hause mitmacht, Balancebälle und ein großes Gewicht, aber das große Gewicht für die zu Hause, das brauche ich nur als Standfläche. Ihr könnt auch einen kleinen Step dafür nehmen, wenn ihr sowas zu Hause habt. Ja, also. Bitte checkt euch ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 standen drin, wir haben noch 2 Minuten. Ja, genau, wer einen Besenstiel braucht, oder der könnte vielleicht hilfreich gleich sein, dann nehmt euch auch gleich bitte noch einen Besenstiel mit. Die Idee ist nicht schlecht, Hermann, mit dem Besenstiel. Also nehmt euch auch nochmal einen Besenstiel, es kann gleich auch eine Stelle kommen, in der ihr, an der ihr vielleicht mit der Koordination so ein bisschen am Kämpfen seid. Wie ist das mit der flotten Musik, die im Hintergrund läuft? Kommt ihr damit zurecht oder soll ich so ein bisschen... Cornelia. Cornelia. Ich kann auch gleich was anderes dran machen. Okay, jetzt ist Time, ne? 12 sind eingecheckt, dann passt doch. Der Hermann läuft schon wieder vor. Kilometer weiter weg. So. Kurz zur Erklärung: Wir werden in den nächsten Wochen das Thema Hüfte in Angriff nehmen. Genau. Hüfte ist sehr komplex. Mit der Hüfte zusammenhängend haben wir immer auch den unteren Rücken. Mit der Hüfte zusammenhängend haben wir immer das Iliosakralgelenk. Da sind wir wieder beim unteren Rücken. Mit der Hüfte zusammen haben wir immer auch PSOAS, Hüftbeugerverkürzung, also die tiefliegenden Muskeln, Bänder, Sehnen, die wir hier in der Oberschenkelmuskulatur, die tief drin liegen, alles das ist da dieses ganze Thema Hüfte. Da werde ich wir gemeinschaftlich mehrere Wochen dran arbeiten an dem Programm. Gilt wieder grundsätzlich, grundsätzlich gilt, Kräftigung steht über alles. Also die Kräftigung steht über allem. Wir werden aber hier schöne Dehnübungen drin haben, aber auch Kräftigungen drin haben. Deswegen die 5 Kilo. Okay, komm, wir fangen an. Wir machen uns erstmal warm. Stellt euch hüftbreit auf und kreist mal eure Schultern. Mit der Einatmung ziehe ich die Schulter nach oben, mit der Ausatmung ganz langsam nach hinten unten. Mach das 2-3 Mal. Ich mache die Musik noch ein bisschen leiser. Mich mache ich auch noch ein bisschen leiser. So, jetzt läuft aber. Nimmst du deine Hände an den Hinterkopf. Atmest nochmal tief ein, ziehst die Wirbelsäule dabei lang. Und mit der Ausatmung kommst du langsam in die Vorbeuge. Behalte deine Hände jetzt ruhig mal am Kopf. Zäh und zähnig am Kopf. Strick die Beine ein bisschen durch. Und komm mit der nächsten Einatmung einfach wieder nach oben. Wunderbar. Das machst du jetzt ein zweites Mal. Tief einatmen. Mit der Ausatmung langsam nach vorne kommen, die Hände vom Kopf fallen lassen. Der obere Rücken ist schön rund. Die Beine sind durchgestreckt. Halte noch einen Moment. Atme ein und komm dann mit der Atmung nach oben. Super. Das waren die Rückbahnen, das, was wir hinten haben, haben wir auch vorne.
Da hat sie schönen Ausfallschritt, ich muss ein bisschen weiter zurück, damit wir in der Kamera gut drin sind. Schönen Ausfallschritt nach vorne. Erst den sicheren Stand finden. Dann noch versuchen, ein bisschen tiefer abzusacken. Wunderbar. Schieb dein Knie nicht zu weit über die Fußspitzen. Und jetzt atme ich ein, richte mich auf. Und mit der Ausatmung geht der Blick in den Himmel. Und ich löse langsam wieder auf. Wechsel die Seite. Erstmal den sicheren Stand. Dann das etwas tiefere Absacken. Einatmen. Ausatmen. Ab nach oben. Und mal versuchen, hier auch noch mal ein paar Millimeter zu gewinnen. Löse auf. Linkes Bein vors rechte. Auch hier wieder die Wirbel schön gerade. Linker Arm nach oben. Und mit der Ausatmung geht's rüber. Zieh mit der anderen Hand ruhig ein bisschen nach. Löse langsam auf und wechsel direkt die Seite. Auch hier wieder gerade. Wirbelsäule schön lang. Und aus der Länge in die laterale Bewegung. Auflösen. Wunderbar. So, stell dich mal auf. Achtung, heute eine kleine neue Übung. Über Kreuz die Hände. Mit den Brustwirbel ein bisschen mehr mobilisieren. Achtung mal auf diese Bewegungsabläufe jetzt. Ja, sehr gut, Cornelia. Du machst das sofort intuitiv total gut. Also da ist die Rotation drin, da ist die laterale Bewegung drin, da ist die Flexion, da ist die Extension. Auch mal die Richtung wechseln. Versuch vor allem auch im oberen Bereich zu arbeiten. Gar nicht so viel in die Vorbeuge hier, sondern die Bewegung ist sehr viel im Bereich BWS. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen könnt, so ein bisschen frei arbeiten mal. So mal 20, 30 Sekunden mal ganz frei. Um den Brustwirbel wirklich vernünftig zu bewegen. Um ihn kleinere Blockaden zu lösen. Und das reicht. Baut ein kleines Dach über dem Kopf. Wir sind immer noch im Warm-up. Kurzes Kreisen über dem Kopf. Auch mal die Richtung wechseln, bitte. Und Achtung, größer werden. Größer, größer, größer. Und dann wird daraus eine laterale Bewegung. Jetzt sind wir wirklich in der Bewegung. Keine laterale Position, sondern eine richtige Bewegung. Und Achtung, wir gehen ganz sanft über in so ein Rudern, so ein Kraulen, Schwimmen. Und in die Vorbeuge dabei. Greifen, mit den Fingern auch mal greifen. Immer tiefer runter.
immer tiefer runter und bis unten hin wieder. Da sind wir wieder in der Vorbeuge. Und aber diesmal mit der Rotation, mit der Bewegung von links nach rechts. Schön in den Körper reinhören, was heute geht, was funktioniert. Und mit der Rotation wieder nach oben. Ganz tiefe Rotationen zulassen, Tiefe gewinnen. Nochmal einmal nach oben greifen und dann gleichzeitig beim nach oben greifen das Becken vorschieben, also so ein bisschen nach hinten oben. Oh, das reicht. Wunderbar. Nehmt euch einen Schluck zu trinken. Haltet die Flasche ruhig fest. Genau. So, einmal aufstellen. Kurz fürs Video. Nicht hoch. Ganz normale. Ja, sehr schön. Und einfach nur halten. Einfach nur ausrichten. Lasst die Wirbelsäule sich ausrichten. Weg oder noch mal einen schnellen Schluck trinken. Wo geht's hin? Okay. So, Daumen nach vorne. Das sind wieder diese Blickstabilitätsübungen kurz. Kurze Erklärung, die habe ich immer drin oder fast immer. Diese Übungen, die so einfach aussehen, sind manchmal gar nicht so einfach. Und vor allem, sie sprechen Dinge an, wo man gar nicht über nachdenkt, dass sie angesprochen werden. Nämlich die Wirbelsäulenmuskulatur, die Blickstabilität, die Koordination, gewisse ganz lateinisch benannte Nervenbahnen, den ich jetzt hier gar nicht so raushauen will, die dort ihre Arbeit nachgehen und die wir hier damit mit diesen Übungen mal ein bisschen anregen wollen. Also wieder mal üblicherweise, wie oft, den Daumen nach vorne. Und wichtig ist immer auch so scharf stellen. Wer jetzt hier so Brillenträger ist oder so wie ich, der muss ein bisschen weiter weggehen, damit ich den Daumen, wirklich den Dreck unter den Fingernageln auch sehen kann. So, und jetzt ist die Übung, die geht jetzt erstmal mit dem Kopf nach oben, also der Daumen geht nach oben und nur die Augen gehen mit. Also ist, zur Sicherheit kann man sich hier die andere Hand so drunter halten, damit der Kopf sich nicht mitbewegt. Und jetzt gehen die Augen bis an die Blickgrenze hoch, der Daumen geht hoch und die Augen gehen mit. Dann bleibt ihr so ein, zwei Sekunden da oben, haltet ganz schön und dann macht ihr die Augen zu. Und in der Zeit, wo die Augen zu sind, geht der Daumen wieder zur Mitte hin und dann öffnet ihr wieder und richtet dann wieder neu aus. Die Übung macht jetzt jeder für sich mal so 30 Sekunden. Regressiv ist hierbei so, wie wir es jetzt machen, und progressiv ist die Geschwindigkeit zu erhöhen. Also hoch, angucken, einen ganz kleinen Moment halten, Augen zu und wenn der Daumen wieder auf Position ist, Augen öffnen. Und das dann irgendwann mal mit Tempo, wenn es geht. Wenn ihr merkt, da habt ihr Schwierigkeiten, dann und stopp. Ja, jetzt genau. Einmal kurz, bis er sich wieder finden. Ne? Wechselt mal den Daumen, damit der Arm auch nicht so schwer wird. Wieder ausfokussieren. Jetzt geht's nach unten. Haltet den Daumen etwas höher. Etwas höher, dann habt ihr ein bisschen mehr Weg. So. Und jetzt geht der Daumen nach unten und der Blick geht mit. Und wenn ich unten angekommen bin, bleibe ich einen ganz kleinen Moment. Augen schließen, wieder hoch. Und dann geht alles von vorne los. Und komm, startet alle. Mach das mal ein bisschen in die Kamera rein. Tempo bei mir erhöhe, kriege ich auch Schwierigkeiten. Ein gewisses Tempo geht.
Und stopp. So, wieder die Seite wechseln. Jetzt geht's, jetzt haben wir mal, nehmt mal alle den linken Daumen nach vorne, damit wir uns hier jetzt in die Richtung auch gleich sind. Linker Daumen vor. Jetzt geht's in die Richtung. Nach rechts von euch aus gesehen. So, erstmal fokussieren. Und komm, startet alle. Alter Schwede, ey. Und stopp. Oh, jetzt hierbei hatte ich schon ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Jetzt geht's in die Richtung. 3, 2, 1, go. Aufnehme, kriege ich auch Schwierigkeiten. Und stopp! Boah. Ja, ich merke so dieses Anpassen wieder. Ich habe da so den Bruchteil einer Sekunde merke ich, dass ich mich so fokussieren muss neu. Ja, ich... Ja, da halt. Die Übung noch zur Information kann man in 8 Richtungen machen, also noch diagonal könnte man die noch erweitern. So, jetzt bitte das Gewicht... auf das Gewicht stellen. Am besten ist so auf diesen Stehstellen. Dann habt ihr eine leichte Erhöhung. Auch mal für die Kamera, so ein bisschen schräg hier. Ruhig die Hände in die Hüften, aufrecht und stolz. Und die Übung ist einfach. Einfach nur Becken heben, Becken senken. Becken heben, Becken senken. Wo hast du dein Gewicht? Da drunter. Der ist ein Fuchs, der Hermann. Du musst natürlich an die Kante gehen, Hermann. Dafür ist das Gewicht ja da. An die Kante des Gewichtes kommen. Guck hier. Ich mache es auf der anderen Seite eben. Sucht euch jetzt aber bitte hier, siehst du? Dann habe ich so ein bisschen, zack. Ah, dann kommt das, dann kommst du ins Geschäft. Ah. Nee, nee, alles gut. Und die Seite einmal wechseln. Und go. Achtet darauf, dass ihr so wenig wie möglich natürlich den, also ich mache hier nicht den ganzen Körper, ne, sondern die Bewegung, ich konzentriere mich auf das Becken. Vier, drei, zwei, wieder die Seite wechseln. Achtung, andere Bewegung. Jetzt könnte sein, dass er vielleicht einen Stab braucht, deswegen habt ihr euch den geholt. Müsst ihr probieren. Wäre auch schön, wenn ihr das ohne hinkriegt. Bein anheben und jetzt so eine schöne seitliche kreisende Bewegung. Mach's einmal für die Kamera. Schön bewusst kreisende Bewegung. Auch die Bewegung mal umkehren, ne? Die Richtung mal wieder ändern. Vier, drei, zwei, schick die Seite wechseln. Welche Seite habe ich denn jetzt gemacht? So. Auch die Richtung mal wechseln. Vier,
3, 2, wieder die Seite wechseln, aber wieder die Übung 1. Das heißt, Becken heben, Becken senken. Wechsel. Wieder die Seite wechseln, Bewegungsablauf 2. Das heißt, wieder das Bein anheben. Und auch mal die Richtung wechseln. Vier, drei, zwei, Seite wechseln. Letzte Mal. Cornelia, läuft gut. Läuft super. Ja. Vier, drei, zwei. So, und jetzt stellt ihr euch in so einem Sumo-Stand schon fast auf. Wo ich die Hände so in die Hüften legen. Und jetzt mal ganz langsam zur rechten Seite rüber. Kurz halten und dann langsam zur linken Seite rüber. Jawohl. Schieb dein Knie Richtung dem im V aufgestellten Fuß. Vier, drei, zwei, einmal kurz anheben und jetzt optional. Vier, drei, zwei. Übrigens, das sind auch so, weil ich gerade gesagt habe, Hauptthema Hüfte, habe ich ja gerade erwähnt, primär, sekundär, hatten wir dann angesprochen, den unteren Rücken, Iliosakralgelenk, Psoas, Knie auch Thema hier. Ne? Automatisch irgendwie mit drin. Ne? Bei vielen Übungen, nicht bei allen Übungen. Und kurz auflösen, geh noch einmal da dran. Und aufstellen. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Mal gucken. Oh, vielleicht geht das. So, und go. Ah, und jetzt mal wirklich versuchen, richtig tiefe, schön langsam. Zack, nochmal richtig reingehen. Wenn wir morgen auch so ein bisschen Muskelkater haben. Nur so einen kleinen. Richte dich ruhig immer wieder richtig auf einmal. Komm richtig einmal mit nach oben wieder. Hoch und dann wieder runter. Richtig hoch, Brust vorschieben, stolz und aufrecht. Sehr schön, Cornelia. Richtig gut und richtig weit. Durch ruhig vorbeugen. Ja, natürlich nicht zu weit vorbeugen, dass er auch rüberkommt, aber
Alles in Ordnung, so eine leichte Vorbeuge, auch die Rotation ist in Ordnung, alles gut. 4, 3, 2, Gewichts weg. Ich glaube, das brauchen wir heute auch gar nicht mehr, aber lasst es an der Matte. Ja, bringt weg, wenn ihr wollt, ist in Ordnung. Habt dann nämlich eine kleine Pause. Und ich kann einen Schluck trinken. So, ich habe gerade gesagt, dass wir bei der Kräftigung immer ganz weit vorne sind, bei allen möglichen Problematiken, bis vielleicht auf ein paar wenige Ausnahmen. Sag mal, habe ich kein Handtuch hier gehabt? Was ist das denn? Oh ja. Wer von euch hat mein Handtuch? Ach, da oben liegt es doch. War sehr lecker? Ihr habt eine Matte oder ein schönes dickes Handtuch. So wie ich jetzt hier. Matte ist super. Matte ist super. Kann ich euch jetzt schon sagen. Und dann kommt ihr mal so wie ich in den Vierfüßler. Nein. Du weißt, wie ich drauf bin, ne? Weil sonst, genau, das wollte ich von euch hören. Ihr wisst, dass ich keine. Na, wir sind online. So, richtet euch auf, auch schön in den Vierfüßler, kommt erstmal in den richtigen Vierfüßler mit einem weiten Stand. So, und jetzt geht's, die Bewegung ist ganz einfach, das ist jetzt eine klassische Dehnübung. Ich drücke mich langsam mit dem Popo nach hinten. Ich kann auch die Füße hinten aufstellen, auch das geht. Und einfach erstmal nur tief. Und genau, und wenn ich mehr will, dann gehe ich tiefer runter, dann kommt die Dehnung schneller. Sehr schön. Und immer wieder vorschieben und zurück. Da geht mit den Knien, ne? Richtig? Ja. Dann schaut ihr mal zu. Ihr könnt aber dann weiter Stand an der Fensterbank festhalten, umdrehen, Popo mir zeigen und einfach mal den machen. Soweit es geht. Jawohl. Festhalten und weiter. So. Ja, bitte ruhig ein bisschen so forschen, nenne ich das immer. Wie tief kommt ihr? Ja, ihr könnt natürlich auch ganz weit nach vorne einmal kommen. Dann habt ihr wieder den unteren Rücken drin. Ja. Ihr dürft, genau, ihr dürft auch nach vorne kommen und, so wie die Claudia das ja jetzt macht, in diese Cobra kommen. Aber erstmal wichtig, hier hinten diese Dehnung ist auch schon fast eher schon eine Warm-up für die Hüfte. Oder nach so einem, nach einer Kräftigung. Und einmal Stopp, einmal zur Mitte kommen. Also den Vierfüßler im klassischen Stand, nicht weit. Und jetzt ganz wichtig, ich zeige euch mal ungefragt meine FOD, weil hier ganz wichtig bei dieser Bewegung, Bein hoch und jetzt schaut mal, mein Körper dreht sich nicht mit, sondern ich arbeite nur konzentriert aus dem Becken. Ja, das ist natürlich die Position, Turnvater Jan schon vor 100 Jahren gemacht, das ist die Position, die euch daran erinnert, wie euer Hund am Baum macht. Ne? Für die Kamera, wechselt ruhig die Seite immer. Hierbei nicht so ruckhaft arbeiten, also ich kann nur sagen, wenn ich jetzt hier ruckhaft arbeite, würde ich das spüren, aber wenn ich es langsam mache und bewusst, dann kann ich auch tiefer kommen. Ja, genau, ihr macht dann eigentlich richtig da hinten an der Fensterbank. Aber wirklich so das Bein so weit wie möglich nach, zur Seite schieben, das Knie dabei und dann auch anheben. Das wäre dann ungefähr so, wie wir es hier im Vierfüßler machen. Ja, genau so, wie so eine Ballerina. Ne? Machen die nicht auch solche Übungen so, an der Stange so? Ja, und auch ruhig wieder absetzen einmal. Ah ja, du kennst das sogar noch aus der Schule, ne? Immer wieder wechselt, immer wieder selber die Seite, ne? Also immer im Wechsel ruhig arbeiten. Oder auch dreimal, alles in Ordnung, das geht alles.
Ich gucke jetzt mal ein bisschen drauf, wie viel Körper ihr dabei einsetzt. Und kurz lösen. Einmal, das reicht. Wir sind noch nicht zu Ende, wir bleiben noch in dem Vierfüßler. Wenn ihr jetzt, geht das noch an den Knien? Ja, ne? Jetzt möchte ich, ja, muss ich eben überlegen, wie wir das jetzt, ich nehme mal mein Handtuch, nehmt ihr auch mal euer Handtuch. Ihr braucht wieder eine Erhöhung, aber das Gewicht wäre dafür nicht das Richtige, weil da tun die Knie ja richtig weh. So, dass eine Seite wieder, seht ihr so, dass eine Seite eine Erhöhung hat. Ja, oder so, Hermann. Das geht genauso, ja. Das müsste klappen. Und jetzt einfach nur das Gleiche, was wir eben schon mal im Stehen gemacht haben. Becken Knie heben, Knie senken. Knie heben, Knie senken. Und eine wunderbare Übung fürs hier haben wir wirklich, das kann man schon sagen, Iliosakralgelenk, Hüfte, wird alles gleichzeitig wunderbar bedient. Knie heben, Knie senken. Ich mach's nochmal für die Kamera. Natürlich hier jetzt einseitig arbeiten, Single-Side. Neutraler Rücken hier, ne? Mach den Rücken nicht zu rund, genau, ich habe da schon einen erwischt. Schön, so, und jetzt arbeiten, und jetzt arbeiten. Neutraler Rücken. Ein Step wäre hierbei schon zu hoch, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ein Step ist zu hoch. Ja, ist aber vom Handling her, glaube ich. Kannte man mal, bei den Steps sehe ich da Schwierigkeiten. Die unten, die sind ja so flach in der Energy Arena. Da könnte es funktionieren. Hier, die sehe ich als problematisch dafür an. Vier, drei, zwei, wechsel die Seite. Wenn das schon nicht fast so hoch ist, was du da hast. Weiß ich aber nicht. Wenn es gut geht, mach's. Du spürst es. Ja, dann mach es so. Zumindest ist die Ausführung beim Hermann, wenn man auch da mal wieder hingucken kann, super. Weil es wirklich nur das Becken bewegt sich da. Also super Ausführung. Vier. Drei. Zwei, setzt euch auf euren Podage. Oh, jetzt müssen wir uns schon wieder, wir wollen auch noch schön Balance machen. Geben wir ein bisschen Lack. Ein bisschen Gas. So, setzt euch mal bequem hier so hin, die Arme nach hinten. Die Beine auch ruhig etwas weiter auseinander. Nicht so nah an euch ran, ruhig ein bisschen weiter weg. Euer linkes Knie oder euer linkes komplettes Bein, da konzentriert ihr euch mal drauf. Das lasst ihr jetzt mal zur Seite absacken. Aber nur das linke. Bis hier nicht mehr weitergeht. Nicht drücken und pressen. Einfach hängen lassen. Und ab dem Punkt, wo hier jetzt nicht mehr weitergeht, geht es hier auf einmal los. Zack. Kannst ruhig den Oberkörper ein bisschen mitrotieren. So, und jetzt geht's, Achtung, jetzt geht erst das Bein, was zuletzt hochgeht, wieder hoch, bis hier ist irgendwann Ende und dann zieht das andere Bein hinterher. Ich sehe die Übungen ganz im Internet immer ganz oft, da machen die dann, ne, diese hier so, so, ist nicht ganz falsch, so zu arbeiten. Aber wenn du es wirklich strukturiert richtig machen willst, ist immer Ausgangspunkt, startet nochmal mit mir von vorne los, linkes Bein konzentrieren, das eine sackt ab und erst wenn das Feierabend hat für einen Moment, startet der nächste. Und jetzt geht's wieder los. Der zuletzt unten kam, geht wieder hoch. Und jetzt, wenn ich hier nicht mehr weiterkomme, geht der wieder. Und dann zieht sich das hier alles rüber. Dann wird das eine schöne einheitliche Bewegung. Und diese Übung, die wird im Internet ganz oft auch viel zu schnell gemacht, finde ich. Die sind dann da so richtig, die sind ja so super Athleten, also die haben ja einen super Buddy alle. Auch die Frauen dann. Und dann sind die so und fliegen die Beine da hin und her. Ach genau, jetzt hab ich schon Rückenschmerzen. Ich weiß nicht, wie effizient das dann da wirklich ist. Ich bin auch nicht der Superfachmann jetzt für die Ausführungen da.
Ich finde diese Ausführung am schönsten und die geht auch viel tiefer. Die geht viel tiefer. Hm? Unten ist unten. Ja, aber das hat ja auch was mit, auch hier wieder neuronal, ne? Lass es doch einzeln, lass doch die Synapsen einzeln jeden Vorgang vernünftig abarbeiten und nicht im Chaosprinzip hier hin und her rumwackeln, ne? Mein Mikro liegt mir hier neben dem Weg, deswegen komme ich nicht weiter. Man muss doch mal irgendwie eine Ausrede finden. Aber jetzt geht's, komm, schaut mal, Mikro weg. Geht doch. Und jetzt mal ein bisschen einfach locker machen. Achtung, letzte Übung und dann gehen wir rüber in Balance. Jetzt müsst ihr aufpassen, wie ihr das hinkriegt. Das ist jetzt so, würde ich sagen, von der Ergonomie 90-90 Sitz. Also kurz, Achtung, schaut her. Schwupp. Ja, genau. Und dann schön rechter Winkel, nicht so krumm sitzen. Rechter Winkel. Und jetzt nichts weiter als auch Turnvater Jan schon gemacht. Vorbeugen, piriformis spüren und wieder hochkommen. Man kann in Sternprinzip arbeiten, das heißt nach hier, nach da. Ich würde vorschlagen, über den Oberschenkel erstmal einfach nur drüber. Ihr könnt optional gerne alle Richtungen ausprobieren. Wir werden merken, ach guck mal, deine Frau. Ich kann schlafen da jetzt. Einfach schön. Aber Freunde, wenn ihr jetzt seht, wie gut der ein oder andere das hier macht, dann ist kein Wettbewerb. Ihr müsst jetzt nicht so weit kommen, wie der ein oder andere da kommt. Bei dieser Übung, wenn ihr in der 90-90 sitzt, da gibt es so viele Varianten, da kann man sich wirklich eine Stunde, könnte man in dieser Position arbeiten. Da kann man das, zum Beispiel das Reinziehen des Beines, das Einziehen könnte man, das verändert auch wieder. Oder das weiter rausstellen des Beines. Alles ist hier möglich. Wechselt bitte schwungvoll einmal die Seite. Zack. Oh, und da merke ich meine rechte Arschbacke. Wenn man maximale, kurz, kommt mal kurz mit dem Kopf hoch, auch nochmal kurz zu der Technik. Wenn man die maximale Spannung in dieses Gebilde reinbringen will, ist es wichtig, dass ich aufrecht bleibe und so runterkomme. Da werdet ihr merken, da kommt ganz schnell Spannung rein. Ich kann aber auch schön loslassen, so wie du, und mich so drumherum rollen. Ne? Das ist auch das Schöne. Da kann man, wenn ich jetzt statisch arbeiten würde, würde ich immer so arbeiten. Wenn ich in der Bewegung arbeite, würde ich eher diese Position bevorzugen. Weil da greife ich wirklich alles in die Tiefe mal einmal an. Ja. Aber wenn ich jetzt einmal loslassen will, dann zack. Das wäre nochmal die Alternative zu dieser Position. Die werden wir auch in den nächsten Wochen, wird diese Übung mit Sicherheit, wir verändern die Übung in den nächsten Wochen, in den nächsten 4 Wochen Hüfte immer wieder. Aber diese Übung wird mit Sicherheit noch öfters auftauchen. Und wechselt nochmal einmal, jetzt müssen wir uns wirklich beeilen, aber ich will trotzdem jede Seite nochmal angreifen. Vier, drei, zwei, zügig noch einmal wechseln. Und lösen. Und jetzt legt euch mal auf eure Matte. Legt euch mit dem Rücken auf die Matte.
Und wenn wir das gemeinschaftlich einmal einspüren, deine Handinnenflächen zeigen zur Decke. Die Beine sind lang, die Augen geschlossen. Und dann spürst du einmal nach, wie du hier jetzt gerade auf der Matte liegst. Das, was du jetzt hier nachspürst, speicherst du ab. Du merkst es dir, denn am Ende der Stunde, wenn wir nochmal tief entspannen, wirst du einen Vergleich brauchen, den du damit hast. Nun fängst du am Kopf an und spürst nach, wie dein Kopf hier liegt. Und dann gehst du weiter, gehst zu deinen Schulterblättern. Vergleiche mal linke mit rechter Schulter. Und was machen deine Arme hier auf der Matte? Wie gleichmäßig berühren deine Arme die Matte? Nun geht's weiter, nun geht's zum unteren Rücken. Dort, wo du einen natürlichen Bogen hast, wie viel Platz ist bei dir zwischen der Matte und dem unteren Rücken? Dein Po, deine Pobacken. Die Oberschenkel und die Waden. Mit wie viel Länge und Fläche berühren deine Beine die Matte? Und zuletzt deine Füße. Stehen sie aufrecht, neigen sie zur Seite. Stehen sie gleichmäßig oder ungleichmäßig zueinander. All dies bitte einmal abspeichern. Bring wieder ein bisschen Leben in deinen Körper. Beweg die Finger, beweg die Füße, öffne die Augen und komm mit einem kleinen Ruck in die sitzende Position. So, ihr habt eure Balancebälle bereit. Wir starten auch, wenn das Thema Hüfte da ist, bei Balance. Das kennt, Hermann, machst du noch regelmäßig Balance? Immer die Kernübung, macht Simone auch, glaube ich, ne? Immer erst BWS. Das heißt, wir starten jetzt mit einer schönen BWS-Brust öffnen. Ich möchte das aber diesmal nicht mit beiden Kugeln machen, so wie wir es sonst auch kennen. Ich mache es auch gerne mal wieder nach ganz alter Methode. Und ich würde sogar vorschlagen, wir nehmen den großen Ball dabei. Der ist auch am einfachsten, finde ich, für diese Übung. Der langt uns. Den lege ich mit langen Armen hinten ab. Ich komme auch gleich mal rum, gucken. Aber ich muss eben mal gucken, dass ich in der Kamera richtig drin bin. Genau, und wer sich hier auskennt, die alten Fachleute, die können schon direkt loslegen, die brauchen auf meinen Gelabere gar nicht zu hören, den gestatte ich immer gerne zu arbeiten. Der Rest hört mir zu, bettet den Kopf in seine Hände. Boah, habe ich weiche Bälle gekriegt hier. Bettet den Kopf in deine Hände, stell deine Beine auf, lass die Ellbogen nach außen kippen. Wenn du magst, kannst du für einen Moment einfach statisch nur mal diese Kugel wahrnehmen. Einfach mal für einen Moment wahrnehmen, wie sie jetzt in deinem Rücken wirkt schon. Sie wirkt jetzt schon, nicht wie, sondern sie wird wirken. Denn schon allein über die Atmung jetzt, das bewusste Atmen und das Lenken der Atmung in den Brustkorb, öffnest du jetzt schon deinen Brustwirbel. Für Leute, die sehr, sehr verspannt sind und mit dem Brustwirbel immer Probleme haben, denen reicht auch erst schon mal diese Übung so. Da sind die schon gut mit aufgehoben. Der Rest, der startet jetzt in die zweite Runde, also ins nächste Projekt, nämlich den Kopf langsam Richtung Boden sacken lassen. Das mache ich am optimalsten mit meiner Einatmung. Ich atme ein, dann verweile ich unten einen Moment, natürlich mitatme. Der eine oder andere hat mich schon mal gefragt, muss ich dann da unten den Atem anhalten? Wir machen hier kein Apnoe-Tauchen oder so, ne? Also ihr solltet schon weiter atmen, ne? Aber halt vernünftig und bewusst und tief. Und dann geht es wieder nach oben. Immer im Wechsel. Schön nach unten. Einen Moment verweilen.
Und wer lange verweilen will, kann auch lange verweilen. Da sind wir heute mal ein bisschen flexibel. Ich sage ja, die hier Profis sind, können so ein bisschen im Bereich BWS ihr eigenes Ding auch machen, was ihnen gut tut. Da habt ihr so viel Erfahrung mit den Bällen. Wer noch nicht so lange dabei ist, der hält sich einfach an meine Anweisung. So, und ich werde jetzt als nächstes mit dem Kopf unten bleiben, nicht mehr nach oben kommen. Wer keine Probleme mit dem Halswirbel hat, kann jetzt die Hände gerne mal vom Kopf wegnehmen. Der schafft es auch schon, den Kopf hinten abzulegen. Wenn er noch nicht hinkommt, kein Problem, halte einfach deine Hände am Hinterkopf. Und jetzt machst du so eine laterale Bewegung daraus. Das heißt, ich ziehe mich ganz langsam mal den Oberkörper zur rechten Seite rüber, verweile einen Moment und ziehe zur linken Seite rüber, verweile einen Moment. Immer im Wechsel. Ich muss einmal hochgucken, ob ihr alles richtig macht. Ihr sind alles Profis. Ich brauche gar nicht runtergehen, glaube ich. Oder ist irgendeiner neu dabei? Habe ich einen vergessen? Nee. Alles gut. Sieht alles gut aus. Schön links, schön rechts. So, und jetzt zentriert ihr euch nochmal einmal zur Mitte, das heißt wieder in die Grundposition, aber ruhig so tief wie möglich bleiben und dann versuchen, wer jetzt HWS-Probleme hat, macht alles immer nur mit einer Hand. Das heißt, ich greife mit der Hand einfach mal nach hinter mir. So, und in der anderen Hand stütze ich. Immer schön mal im Wechsel dann arbeiten. Und wer keine Probleme hat, kann direkt die beiden Arme hinten halten. Und dann, Cornelia, bleib nur hinter dir so. Als wenn hinter dir ein Snickers liegt, was du dir jetzt greifen willst. Genau, so ein Ansporn solltet ihr schon haben. So imaginär liegt da jetzt ein Snickers. Ja, ihr könnt auch was anderes nehmen, nehmt euch ein Stück Pizza. Ein Snickers oder eine Pizza? Ihr wisst ja, dass ich leicht dazu neige, auch ein kleiner Angeber zu sein, das stehe ich ja auch zu, ne? Hermann, ganz ernsthaft, ich mache zu Hause die beste Pizza, die es gibt. Hermann, wirklich, das halten wir in meinem Auge. Ich habe nämlich sogar einen Pizzaofen zu Hause. Nicht im Backofen. Oh. Jetzt habe ich euch heiß gemacht, ne? So, und jetzt wieder, Achtung, fixieren. Den Kopf jetzt wieder nach oben bringen. Das heißt wieder die obere Position, die Grundposition oben einnehmen. Jetzt hebe ich meinen Popo ein bisschen an und jetzt habe ich, weil ich so eine weiche Kugel habe, weiß ich nicht, ob ich mit meinem zarten Körper die gerollt kriege. Doch, kriege ich. Oh, geht. Naja, man soll nicht sofort aufgeben, ne? Ah, wunderbar. Einfach hoch und runter rollen mal. Freie Fahrt für eine Minute. Lass deinen Kopf mal ein bisschen wieder absacken da hinten. Ja, so ist das schöner. Da tut mir mein Halswirbel schon immer weh, wenn ich da geht. HWS? So HWS-Probleme sind oftmals myofasziale Triggerpunkte. Die, müsstest du mal Dana fragen, dass man da mal... Okay, da wirklich mal nachschauen, ne? Das ist häufig so. Wenn du das natürlich schon wirklich vernünftig abgeklärt hast mit dem Foto und so, ne? Das ist jetzt gerade so diese Myofaszial oder diese Triggerpunkte, diese Punkte, die sich dann bilden auf den Muskeln, sind wirklich echte Schmerzträger. Und oh, was haben wir denn da hinten? Schmerzen. Sind das die guten Schmerzen oder die schlechten? Ja, werden wir gleich sehen. Ne? Wenn ein stechender Schmerz ist, ist es ein böser Schmerz. Wenn ein drückender Schmerz ist, dann hast du einfach nur eine Verspannung da. Dann solltest du sogar weiterarbeiten. So, noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Freie Fahrt. 3, 2, 1. Danke. So, einmal die Kugel drunter weg, ganz kurz nur. Alles griffbereit, das ganze Arbeitsgerät hier. Kleine Kugel schnappen. Ihr dürft jetzt, Achtung, wenn ihr damit Spaß habt, die dicke Kugel entweder als Kopfkissen nehmen oder weglegen und mit dem Kopf auf der Matte legen. Das müsst ihr selber ausfindig machen, was euch lieber ist. Aber jetzt nehmt ihr die kleine Kugel
Und jetzt geht ihr mit der kleinen Kugel halb in euer Gesäß rein. Halbe Kugel, halbes Gesäß. Ja, muss ich einmal kurz husten. So, und jetzt macht ihr das Bein mal lang, das wo die Kugel drunter liegt. Und drückt euch mit dem anderen Bein so ein bisschen in die Kugel rein. Und ihr könnt mit der einen Hand hier die Kugel immer verschieben. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hä, ist das denn was für die Hüfte? Ja, das ist was für die Hüfte. Da haben wir wieder den Piriformis, da haben wir Ischias Piriformis und auch die Hüfte wird hier schön beansprucht. Ja, das ist jetzt so eine freie Arbeit für euch. Einfach halb rein. Das Bein ist lang, wo die Kugel unterm Gesäß drunter liegt. Und dann drücke ich mich mit dem anderen Bein mal ein bisschen in die Kugel rein. Ich kann auch, wenn ich den hochgedrückt habe, ein bisschen rollen. Nicht so weit, wie ich jetzt am Rücken rollen kann, aber so ein paar Zentimeter gehen da immer. Ihr könnt die Gesäßmuskulatur mal ein bisschen anspannen und wieder ganz loslassen. Ein bisschen anspannen und wieder ganz loslassen, dabei rollen. Das ist auch so, ich sage immer gerne so freie Fahrt, ein bisschen freie Kunst, muss man sich so ein bisschen finden. Wer Probleme mit dem Ischias hat oder mit dem Piriformis, der wird dann auch sofort einen kleinen Schmerz merken und dann wird er merken, ah, da bin ich an so einem Punkt angekommen. Überhaupt nicht schlimm. Da kannst du dich selber ein bisschen triggern. Ich habe jetzt gerade hier richtig Spaß. Ich mache noch einen Moment weiter mit der Seite. Oh, nochmal 30 Sekunden. So, und so langsam wieder den Popo absetzen und mal die Seite wechseln. Und dann geht es da auch wieder los. Also, noch kurz zur Erklärung, Kugel unter den Popo, schön in den weichen Popo, nicht am Iliosakralgelenk, nicht am Oberschenkel. Das Bein, wo die Kugel drunter liegt, ist lang. Das andere Bein, auf der anderen Seite, ist aufgestellt. Sodass ihr dann da ein bisschen mitführen, ein bisschen rollen, ein bisschen drücken, ein bisschen heben könnt. Und auch mal mit der Muskulatur ruhig ein bisschen arbeiten. Das heißt, die Popobacke mal ein bisschen anspannen und ein bisschen loslassen. Habe ich schon urlange haben wir diese Übung nicht mehr gemacht, ne? Urlange nicht mehr. Da habe ich so richtig Déjà-vu-Erlebnisse hier gerade. Ja, genau, Hermann, genau. Da ist wieder Inspiration hier. Ihr könnt das Bein mal ganz anziehen, das freie Bein. Das, wo nicht die Kugel runterzieht, mal zu euch ziehen, mal rüberziehen. Da gibt es so viele schöne Möglichkeiten. Ja, oder mal auch zur Seite fallen lassen, das Bein, Hermann, nach außen. Nee, nach anderer Richtung, nach mir hin. Ja, ja, aber so. Ganz nach außen fallen lassen. Ah, jetzt machen alle schon schön mit. Gut, super. Komm, nur 30 Sekunden. Vier, drei, zwei. Einmal bitte die Kugeln drunter weg. Ganz kurz mal drunter weg. Wir starten neu. Jetzt braucht ihr die dicke Kugel. Die dicke Kugel, das müsst ihr selber überlegen, unter dem Popo, nicht ans Iliosakralgelenk, bleibt ruhig in dem weichen Popo drin. Die kleine Kugel könnt ihr euch wieder ein Kopfkissen bauen, also so eine Hängemattenposition. Wunderbar. Jetzt geht ihr hin und legt mal das rechte Bein, den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel.
dann zieht ihr das Bein an und kommt in diese Nadelöhrposition. Das heißt, ihr greift jetzt hier durch. Habt ihr so? Ich komme gleich gucken. Erst einmal vorführen. Und jetzt nichts anderes als erstmal schön anziehen. Und das merke ich schon sofort richtig. Und langsam wieder lösen. Macht jetzt jeder für sich. Ihr könnt das Bein, welches ihr gegriffen habt, an der Oberschenkelrückseite auch zu euch ziehen, also nach oben strecken und dann auch noch da mehr Spannung mit reinbringen. Ihr könnt es aber auch hängen lassen. Das sieht gut aus, Angelika. Ja. Jo, haben alle schön im Griff. Mann, ist das schön, ey, wenn du so eine Truppe hast, wo du nicht runterrutschen musst und runterrennen musst. Hm? Doch, eigentlich schon. Du kannst jetzt mit deinem Ellenbogen nochmal den, ja, so machen nochmal, oder mit einer greifen und den nochmal hier, genau, nochmal ein bisschen. Na, Hermann, du bist auch nicht sehr verspannt. Angelika, merkst du das? Aber nicht, das ist jetzt nicht Dramatisches, ne? Nein, ist keine Dramatische. Claudia, läuft das gut? Oder ist das jetzt bei dir so total? Alles gut. Und die Seite einmal wechseln. Und lösen. Kugeln drunter weg. So. Jetzt zieht euch genau, zieht euch mal eine Joppe an. Oder legt euch ein Jäckchen drüber oder ein Handtuch drüber, wenn einem jetzt ein bisschen kühl wird. Und nochmal einmal tief entspannen. Aber ich finde das jetzt hier ganz schön warm drin. Ist die Heizung an? Ich finde es warm. So. Warten wir doch mal ab. Es soll nächste Woche noch mal schön werden. Nicht warm, aber schön. Ja, ich habe ja schon gesagt eben, ne, vor dem Kurs, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Sommer. Doch. So, jetzt entspannt euch. Legt euch mal wieder in die Einspürposition, das heißt die Handinnenflächen zeigen wieder zur Decke. Oh. Schließ deine Augen. Und lass mal ganz los. Lass dich fallen. Dabei spürst du, wie sich dein Atem beruhigt. Du spürst, wie sich dein Herzschlag verlangsamt. Dabei stellst du dir jetzt mal vor, du liegst am Strand, liegst im warmen Sand, hörst, wie die Wellen rauschen, spürst, wie ein warmer Wind um deine Nase weht. Das tut gut und du lässt los. Und die Schwerkraft drückt dich immer tiefer und immer tiefer in den warmen Sand.
immer tiefer und immer tiefer. Du veränderst nichts mehr an deiner Position, bleibst liegen, wie du liegst und spürst nach, wie die Schwerkraft dich jetzt hier in diesem Moment gebettet hat. Fängst am Kopf an, spürst nach, wie dein Kopf hier liegt, wie gleichmäßig. Ist der Hals länger als der Nacken? Oder der Nacken länger als der Hals? Gehst du weiter, gehst du deinen Schulterblättern, spürst nach, wie deine Schulterblätter den warmen Sand berühren. Ob mit großer Fläche oder klein, punktuell, mit Unterbrechungen. Vergleiche linke mit rechter Schulter. Deine Arme. Mit wie viel Länge und Fläche berühren deine Arme hier den warmen Sand? Nun geh weiter. Geh zum unteren Rücken. Dort, wo du einen natürlichen Bogen hast. Wie viel Platz ist bei dir zwischen Sand und unterem Rücken? Dein Po, deine Pobacken. Auch hier kannst du mal vergleichen, linke mit rechter Pobacke. Die Oberschenkel, die Waden, mit wie viel Länge und Fläche berühren deine Beine den warmen Sand? Und zuletzt deine Füße. Stehen sie aufrecht, neigen sie zur Seite. Stehen sie gleichmäßig oder ungleichmäßig zueinander? Nimm nochmal ein Foto vom ersten Einspüren und jeder für sich vergleicht nochmal. Jeder für sich. Bring wieder ein bisschen Leben in deinen Körper.
Finger. Beweg die Füße. Reck und streck dich mal ganz sanft. Öffne dabei die Augen. Und wenn du möchtest, kommst du in die sitzende Position. Wach werden. Aber man sieht so richtig, wie die eine oder andere so richtig loslassen kann von euch. Ja, du siehst zum Beispiel, wenn der eine oder andere anfängt, die Finger sich nur noch zu bewegen, so weißt du, so im Zucken. Sondern fangen die Finger an zu zucken. Oder die Füße. Na gut, kann nicht jeder so richtig, ne? Das ist ja eine Sache, die kann man das oder kann man nicht. So, ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche. Nächste Woche machen wir da weiter.